Ich bin Songül Akan und bin 23 Jahre hier im Museum. Ich heiße Lömlömar Ayar Kiflein. Ich bin seit 2016 im Springbill Museum. Hi, ich bin Tülay Maras. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin hier im Springmuseum Museumsaufsicht. Meine Aufgaben hier sind, dass Besucher einen bestimmten Sicherheitsabstand von den Kunstwerken bewahren, damit die nicht beschädigt werden. Deswegen sind wir hier, um die dann halt so zu beschützen, sag ich mal. Wir haben verschiedene Bilder. Picasso, Schwitters, Emil Nolde, Nick de Samphal. Ganz tolle Bilder und es ist sehr, sehr teuer, wenn was passiert. Ich arbeite sehr gerne, alles Aufsicht. Das fasziniert mich. Auch die Besucher, wenn sie hierher kommen, sie haben Lieblingsgemälde. Und sie achten auch, was für eine Farbe der Raum ist, was für ein Licht, was für ein Klima. Man lernt jedes Mal. Mein Lieblingsbild ist von Otto Dix. Die Eltern des Künstlers, die sind ältere Leute. Geschwollene Hände von viel Arbeiten, rote Augen durch Müdigkeit, rote Nase durch die Kälte. Es erinnert mich an meine Eltern. Meine Mutter hat mich spät auf der Welt gekriegt und meine Eltern sahen auch so aus. Fast. Ich hoffe, ich würde auch mit meiner Familie so alt werden. Also ich will von Wilhelm Sassnall ein Kunstwerk vorstellen. Das hat leider keinen Titel. Das habe ich anfangs eigentlich gar nicht so richtig verstanden, weil dieses Bild hat sehr fröhliche Farben. Erstmal dachte ich, dass es so ein friedliches Bild ist, weil mit einem Fahrrad verbinde ich auch so Freiheit. Aber im Nachhinein, als ich mal mit einem Besucher geredet habe, hat er mir das halt dann erklärt. Das ist so wie ein Mensch. Also ein Mensch kann äußerlich sehr gut aussehen, aber innerlich weiß man nicht, wie der Mensch sich fühlt. Und dieses Bild hat mir das auch so gezeigt. Also äußerlich sieht es sehr schön aus. Als ich dann auch bemerkt habe, dass dann hinten die KZ-Lager sind, war ich dann auch schon so, boah, krass, also dass es doch nicht so friedlich ist, wie es eigentlich aussieht. Wie viel Disziplin, wie viel Geduld Herr Gunterhase hat in seinen Werken, wie er seine Arbeit geliebt hat. Ich habe davon viel gelernt. Die Arbeitsmaterial, alles ist manuell gearbeitet. Diese Geduld vor allem, auch in schwierigen Zeiten. Das ist ein guter Vorbild für mich, wenn ich hierher komme, genauso wie Gunterhase. Also ich bin ehrlich, Kunst war eigentlich nie so ein Thema für mich. Als ich dann hier angefangen habe, habe ich jetzt gesehen, wie vielfältig Kunst eigentlich ist und dass man auch selber seine Interpretation halt reinbringen kann. Also Kunst kann man halt mit vieles verbinden. Wenn die Menschen fragen, wo sind sie tätig, wo arbeiten sie? Ich sage dann im Sprengelmuseum, dann machen sie ganz große Augen und das finde ich ganz toll. Und auch meine Kinder sind stolz auf mich, dass ich hier arbeite. Mir macht es Spaß, deswegen bin ich auch 23 Jahre hier. Wenn es mir nicht Spaß gemacht hätte, wäre ich nicht hier gewesen. Das ist meine zweite Familie. Und auch diese Geschichte, was Herr Springbill hier geleistet hat, das ist international. Ich habe Besucher von Australien, Kanada, Schweden, viele internationale Gäste hier. Daher freue ich mich, hier zu stehen, alles Aufsicht. Man lernt jeden Tag und daher meine Zeit, diese 8 Stunden, ist mit voller Begeisterung, würde ich sagen.